Herr Pate, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben? Ey, geh doch einfach weg. Ja, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben? Nein. Es gibt ja das Gerücht, dass Sie was mit dem Mord zu tun haben. Dürfen wir Sie fragen, was Sie da gemacht haben bei der Mordkommission? Okay, guck mal, warum nervst du mich? Warum? Okay. Geh weg. Nerv mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Mein Kollege Klaas Meyer-Heuer hat es mit der Technik der hängenden Schallplatte versucht. Immer wieder dieselbe Frage stellen. Es hat nichts genützt. Kadir Padir, Präsident der Hells Angels in Berlin, wollte partout nicht verraten, was er bei der Mordkommission gemacht hat. Wir wissen aber inzwischen viel mehr. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Episode wollen wir einen spektakulären Gerichtsprozess aufarbeiten. Die Verhandlung dauerte 5 Jahre. Es geht um einen Mord. 10 Hells Angels waren angeklagt, 8 von ihnen bekamen lebenslänglich. Einer kam mit 7 Jahren davon, der Kronzeuge Kassar Zagaran. Mittlerweile ist er wieder draußen, hat ein Buch geschrieben, das Der Perser heißt. Heute spricht er über die Jahre vor Gericht und im Knast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ständige Beobachter des Prozesses waren natürlich auch Thomas Heise und Klaas Meyer-Heuer, unsere Experten in Sachen Rocker. Auch schön, dass ihr da seid und das Wissen mit uns teilt. Euer umfangreiches Wissen, das muss man ja wirklich sagen. Die Tat fand statt am 10. Januar 2014. Dann hat dieser Gerichtsprozess ja sehr lange gedauert. Für alle, die in der letzten Episode nicht dabei waren, könnt ihr noch mal erzählen, was da eigentlich vorgefallen war und warum so viele Menschen angeklagt wurden? Also im Oktober 2013 gab es einen Vorfall vor einer Berliner Diskothek. Da gab es eine Schlägerei zwischen Türstehern und Gästen. Hells Angels haben sich auf der Seite der Türsteher eingemischt. Es sind mehrere Leute verletzt worden. Mutmaßlich hat Tahir Özbek, ein Mann aus Berlin, zugestochen. Und später haben sie dann die Hells Angels am 10. Januar 2014 für diese Tat gerecht. Sie sind mit 13 Mann ins Expect, ein Wettbüro in Berlin, rein und haben Tahir Özbek kaltblütig ermordet. So, und zu diesem Gerichtsprozess ist es dann später im November 2014 gekommen. Angeklagt war auch Kassar Zagaran. Aber vorher wurde er erstmal verhaftet. Wie war das? Da haben Sie wahrscheinlich auch, das ging recht schnell nach der Tat, nicht, oder? Nee, es geht. Also normalerweise wird man im Idealfall aus der Perspektive der Polizei wird natürlich gleich bei der Tat verhaftet. Bei mir ging es dann nochmal 3 Wochen. Im Vorfeld wurden andere Beteiligte, die dann an der Tat mitgewirkt haben oder dabei waren, verhaftet. Und ich war dann irgendwann, glaube ich, der 5. oder 6. Das waren so knapp 3 Wochen nach der Tat. Irgendwann 27, 26 und 29. Januar. Okay, und wie sind Sie zum Kronzeugen geworden? Weil normalerweise ist das ja so bei den Angels, man spricht nicht mit der Polizei, richtig? Das ist ein Riesenschritt, oder? Das stimmt, ja. Mit auch ganz vielen Konsequenzen verbunden. Also das ist natürlich ein Prozess gewesen, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ich hatte mir solche Gedanken schon nach der Tat gemacht, weil für mich einfach da eine rote Linie überschritten wurde. Natürlich kannte man die ganzen Erzählungen und im Nachhinein kann man sagen, was ergibt man sich auch in solchen Gruppierungen? Man wusste doch, worauf man sich einlässt. Ja, war einfach Fehler damals, aber es war halt passiert und ich musste halt irgendwie damit umgehen. Ich wollte es nicht und musste natürlich irgendwie einen Ausweg finden, konnte mir aber keinen irgendwie ausmalen, weil es natürlich auch sehr schwierig war. Es ist einfach so, ich war sehr eng mit dem Club verbunden, sozial, auch wirtschaftlich und Familie war da in Berlin. Das war alles sehr schwierig. Leben, kann man das war so mein sagen? Leben, natürlich. Na klar, ja. Ich bin ja nur wegen dem Club nach Berlin gekommen und dementsprechend war das 100% alles und 100% auch wieder nichts, sozusagen. Und als es dann zu der Tat kam, waren halt 3 Wochen noch dazwischen oder knappe 3 Wochen, plus minus. Und da hatte ich mir schon Gedanken gemacht, hatte es aber wieder verdrängt. Weil auch der Alltag, das ist wie so ein Verdrängungsprozess, der dann stattfindet. Man lässt es einfach. Dann kam es zu der Verhaftung. Dann bin ich in Haft gekommen und da habe ich mir dann konkret Gedanken gemacht und habe dann angefangen, wie mache ich, was tue ich, wie gehst du damit um, was soll ich machen? Habe Auswege gesucht, Möglichkeiten gesucht, habe mich dann mit meinem späteren Anwalt, dem Steffen Choppe, dann auch auseinandergesetzt. Der hat mir irgendwelche Wege und rechtliche Möglichkeiten aufgezeigt, die man in Anspruch nehmen könnte. Er hat mich gefragt, welche Chance er hätte, nicht lebenslang ins Gefängnis zu kommen. Und da habe ich ihn auf den 46b StGB hingewiesen, die sogenannte Kronzeugenregelung. Habe ihm aber auch gesagt, da war schon bekannt, dass einer gewackelt hat und schon überlegt hat, Aussagen zu machen. Und habe gesagt, wenn Sie sich jetzt zu lange die Zeit nehmen,
Nur der Erste bekommt den Preis. Der Zweite, Dritte, Vierte nicht mehr. Und so ist es dann irgendwann zu der Entscheidung gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich bin hier raus, das Thema ist durch. Hattest du da nicht auch einen Beitrag von Spiegel TV im Knast gesehen? Richtig, genau. Das kam dann noch dazu. Gut, dass du das sagst, Thomas. Was war das? Das war relativ dramatisch, muss man sagen. Also es ist jetzt natürlich, jetzt spricht man so locker drüber, ist natürlich in dem Kontext sehr heftig. Also damals hattet ihr, glaube ich, die Mutter interviewt. Thomas hatte die Mutter interviewt. Genau, ne? Richtig. Und ich hatte das natürlich gesehen, klar. Das war natürlich für mich auch immer, ich habe alles gelesen, geguckt und so. Man hat ja einen Fernseher und ein Radio in der Haft und auch Lesemöglichkeiten. Und ich habe sie damals gesehen und das war so der letzte Tropfen, der dann zu überlaufen, also der mich dann davon überzeugt hat, das machst du jetzt. Weil man überlaufen natürlich, ist das richtige Wort. In ja, das Fass ist halt, wie man ja. sagt, man so schön, das Fass ja. zum Überlaufen hat gebracht hat. Kann ich mal schildern, was du da gesehen hast bei dem, in dem Beitrag? Ich glaube, ich hatte sie zu Hause aufgenommen und relativ nah hat sie an euch herangelassen und hat über gesprochen, ihren Sohn und sehr persönliche Dinge auch geäußert. Und ich glaube, da hat sie auch einen kurzen Nervenzusammenbruch gehabt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. An dem Tag war er fröhlich. Hat er mich geküsst hier oben. Dann sagt er, komm mal, küss mich mal auch. Aber ich weiß nicht. Dann haben die auch Spaß gemacht. Dann hat er mir gesagt, du hast so viel getan. Er war mein einziger Flügel sozusagen. Und für mich war das das Erste, man muss kurz zum Verständnis für andere und auch die Zuschauer und auch anderen, dass man das versteht, was für einen Blickwinkel man hat. Man hat keinen Blickwinkel. Ich hatte nur meinen Tunnelblick, nur den Club, es gab niemand anderes. Es gab nichts. Also Empathie gab es nicht. Es gab auch keine Reflexion von mir selber. Und als ich das erste Mal wirklich jemanden gesehen habe, der konfrontiert wurde oder der eine Tat oder irgendwie ein Opfer, sie ist ja mit Opfer, ja, was das mit einem gemacht hat und mir das so vor Augen gehalten wurde, war für mich klar, okay, das ist wie so eine Backpfeife, die man dann bekommt. So eine zusätzliche. Ich weiß so nicht. Wie Aufwachen. Jetzt ja, es ist wie so eine wie Aufwachschelle oder so. Ja, so ein richtiger Knall war das dann, der ja schon vorher stattgefunden hat, aber das war so, wie gesagt, der letzte Punkt. Und da war für mich klar, okay, ich habe dann Steffen angerufen oder er kam am nächsten Tag. Steffen Schoppe, das ist der Anwalt, den ich dann gewechselt habe. Ich habe die anderen zwei Anwälte das Mandat entzogen, so nennt man das. Ich habe sie dann rausgeschmissen und habe ihn mandatiert für die Geschichte. Und der kam dann, ich sage, wir machen das. Und der ist dann, hat das Gespräch gesucht mit den Behörden und so ist der Ball dann ins Rollen gekommen. So im Nachgang zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ist mir noch eins aufgefallen oder habe ich an eins gedacht. Die Szene, die du beschrieben hast, als ihr euch getroffen habt mit Kadir und ihr solltet eure Telefonnummern rausgeben und Kadir hat gesagt, mein Anwalt kümmert sich um alles. Am Shanti meinst du? Am Shanti, genau. Ja. Das waren ja dann auch sozusagen Anwälte, die quasi so Hells Angels. Ja, ja, total, klar. Wer hat die eigentlich immer bezahlt die ganze Zeit? Der Club. Die Anwälte, die ich hatte, die wurden auch bezahlt. Ich glaube, da gab es einen ersten Vorschuss von 5.000 Euro, so wurde mir das mitgeteilt. Und, wie viel ist denn da also in so einer Clubkasse, dass man das einfach so überschieben kann? Ja, also anscheinend wohl ein bisschen was da gewesen zu sein. Das war aber relativ dann schnell auch wieder aufgebraucht. Also, wir waren kein wirtschaftlich starkes Charter, das muss man dazu sagen. Mir war nie klar, wie viel drin ist, das wurde nie kommuniziert. Es gab Party, der hat das mit der Kasse gemacht, der Treasure. Der Marco Meffert. Kassenwart. Der Kassenwart. Richtig, genau. Kassenwart Deutsch Kassenwart. Eigentlich in so einem Vereinswesen jährlich einmal Bericht erstatten. Ja, klar, das ist natürlich ein anderes Thema noch. Man zahlt monatlich einen Beitrag von 200, 300 Euro waren das damals. Es gibt eine Jahresgebühr, eine Patch. Einmal du bezahlst das Patch, du bezahlst Geschenkegebühr, du bezahlst nochmal so für die Nationalkasse. Also man zahlt seinen eigenen Aufkleber. Ja, du zahlst dafür, dass du dabei sein darfst, im Grunde genommen. Eigentlich total Wahnsinn. Und auch so ein Solidaritätszuschlag, ne? Für Leute, die im Knast sitzen. Genau, Knastgeld, es gibt Geschenkegeld, es gibt Donation, alles Mögliche. Es gibt immer irgendwie Mails, dann gibt es außerordentliche Zahlungen nochmal, weil da irgendjemand und ja, aber das sind so die Standardzahlungen, Beiträge, Patche, Jahreszahlungen und Nationalkassen und sowas alles, ja. Kann ich noch mal ganz kurz zu den Anwälten? Bitte. Haben wir nicht irgendwelche Dokumente, wo drin steht, was die Anwälte über die Jahre gekostet haben? Nee? Wüsste ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, muss ich noch mal nachsuchen. Ob ich das aber ordentlich, die haben sich gut bezahlen lassen, davon kann man ausgehen. Ja. Ja. Du hast gesagt, du wolltest deine Anwälte wechseln. Das heißt du hattest das Gefühl, dass deine Anwälte nicht für dich da sind, sondern mehr für den Club. Kannst du mal beschreiben, also wo liegen da die Differenzen? Wo waren deine Interessen, wo waren die Interessen des Clubs?
Also es war nicht mein Gefühl, ich bin davon überzeugt gewesen. Und sie haben es mir dann noch später durch die Blume mehr oder weniger gesagt. Sie haben ja gesagt, als es diese Situation mit Tabukshu gab, Cenkay, der auch mit beteiligt war und später auch verurteilt wurde, der dann kurz dazu geäußert hat gegenüber Ermittlungsbehörden, also Polizei, ich glaube, Herr Voges war das damals und noch ein paar andere Beteiligte. Chef der 7. Mordkommission, vierten Mordkommission. Richtig, richtig. Ist dann aber wieder zurückgezogen und hat gesagt, ich sag nichts. Und die haben mir das dann mitgeteilt. Das war noch kurz vor meinem Ausstieg, ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Tage. Und da haben sie so einen Nebensatz gesagt zu mir in einem Gespräch. Ja, man ist ja gut connected. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Wir sind gut connected mit den anderen Anwälten und sollte noch mal irgendetwas sein, sagen wir das und werden darüber Bescheid geben und werden dann gewisse Maßnahmen oder was auch immer dann einleiten. Da war für mich dann klar, okay, ein Anwalt hat nicht einem anderen Anwalt zu erzählen, was der Mandant mit ihm spricht. Das ist ein klarer Bruch des Mandatsgeheimnisses. Dementsprechend war das Thema für mich da ultimativ dann auch durch. Und da war mir klar, okay, ich passe hier auf, was ich mit denen rede. Das habe ich wohl sowieso, ich war kein großer Quatscher oder Reder, aber da war mir klar, okay, hier darf ich keine Minute irgendwas mal irgendwie oder eine Sekunde mal was rausrutschen lassen oder meine mentalen oder emotionalen 5 Minuten haben und mal sagen, ah, ist kacke, Club ist scheiße oder was auch immer, das wird sofort weitergetragen und dann machen die mir das Leben zur Hölle. Von daher war dann für mich klar, raus. Steffen war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein, zwei Mal da, also Choppe. Da habe ich gesagt, Thema ist durch, Mandat unterschrieben, Mandat entzogen. Was droht einem dann eigentlich, wenn man sagt, ich will jetzt gern Kronzeuge sein? Also erstmal macht man das nicht, das ist ein Verhaltenskodex, das habe ich verstanden. Aber was droht einem, wenn die anderen das rausfinden? Naja, körperliche Gewalt, im schlimmsten Fall der Tod. Es kommt immer darauf an, wie schwer das auch ist, um was es geht. Wenn es einer erzählt, du hast ihm da eine Backpfeife gegeben, dann werden sie wahrscheinlich dich nicht töten wollen oder die Ambition nicht haben. Aber wenn es natürlich in so einer Geschichte darum geht, ist natürlich die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch natürlich getötet werden kannst für die Nummer. Weil das natürlich auch mit schwerwiegenden Strafen verbunden ist. Ich meine, lebenslänglich ist jetzt mal nicht eben mal kurz 1-2 Jahre, was auch lange ist, aber im Vergleich zu lebenslänglich ist das natürlich nichts. Dementsprechend war mir natürlich auch klar, ich muss mich damit auseinandersetzen, das sind die Konsequenzen. Deswegen war das auch lange in Anführungsstrichen nicht, ja okay, ich mach's, sondern man hat mir das erzählt, ich habe es sacken lassen, ich habe es durchgespielt, ich habe für mich, ist auch ein, ne, ich habe natürlich, wechselt dann auch sozusagen die Seiten und es ist natürlich auch nicht einfach, es ist einfach eine komplette Häutung, ja, ein kompletter Switch. Mhm. Wie bei der Schlange im Grunde genommen. Ja, genau, aber auch genau. Ein richtiger ist aber auch Scheideweg im Grunde genommen. Ja, total. Links oder rechts? Links oder rechts. Ja, ja. Läufst du jetzt den Abgrund mit runter, sehend, oder versuchst du dich noch so ein bisschen rauszuhangeln und irgendwie aus der Nummer rauszukommen, versuchen wirklich zu kämpfen, um das ganze Ding auch wirklich so darzustellen, wie es auch aus deiner Sicht war. Ja, es gibt ja verschiedene Ansichten. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und das war halt dann der Entschluss und schlussendlich für mich dann auch zu sagen: Okay, hier ist ein Cut. Wer kam dann? Also Chopper hat ja gesagt, uns mal im Interview, also nur der Erste kriegt den Hauptpreis. Ja. Der Zweite kriegt nichts mehr. Muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so optimal die Aussage. Ja. Aber Steffen ist natürlich sehr, sehr, sehr schmerzfrei in solchen Dingen. Chopper ist natürlich nicht so mit Preis und so. Da wird der Sache nicht gerecht. Es ist einfach so rechtlich, es bringt ja nichts, wenn einer was von erzählt und der andere es nur wiederholt und noch wiederholt. Das macht keinen Sinn. Also es ist natürlich wichtig für Behörden oder Ermittlungsdienste oder wie auch immer, dass es erzählt wird und es ist neu und es bringt und es ist auch verifizierbar und auch nachvollziehbar und auch wahr. Und wenn der eine kommt, der selber erzählt, dann hat es ja nicht mehr die Wertigkeit. Mhm. Das liegt einfach nur in der Natur der Sache. Von daher hat das nichts mit Preis zu tun. Ja, okay, es ist einfach so, ist einfach, ich erzähle es ein bisschen nüchterner. Ja, klar, ja, aber Steffen war natürlich so. Und so ist es halt einfach. Wir kennen ja man hört Kamstra irgendwie. Also kam der dann selber? Oder? Ja, der muss erst mal erzählen, wer Kamstra ist. Kamstra ist der Oberstaatsanwalt für organisierte Kriminalität zu der damaligen Zeit gewesen. Ja. Und das ist sozusagen der Ansprechpartner dann für mögliche Kronzeugen. Da muss natürlich jemand Offizielles von der Staatsanwaltschaft kommen und ihm natürlich auch rechtlich erklären, was jetzt auf ihn zukommt. Die Aussage eines Hells Angels Full Member gegen seine Club-Kameraden ist sicherlich außergewöhnlich. Und ja, wie soll ich das sagen? Ein gewisser Meilenstein in der Ermittlung gegen Rocker. Es gibt ja immer diese Gerüchte, dass da der Staat kommt und sagt, hier, wenn du aussagst, dann kriegst du ein schönes Leben, du kommst aus dem Knast raus und wir machen alles für dich. Stimmt und so. Nicht. Autos, sehr lustig. Weiber. Ja, Geld, Willen. Mit dieser Erwartung gehen mögliche Kronzeugen auch in solche Gespräche rein. Ich sage euch was, wenn ihr mich rauslasst. Aber ich glaube, die Realität ist eine andere. Da ja, total. Erzähl mal, wie sowas abläuft. Also, ich kann über gewisse Dinge einfach nicht sprechen, dazu bin ich verpflichtet. Ja. Aber soweit, wie es möglich ist, tue ich das gerne. Zu der Geschichte nochmal mit dem, dass er dann kam, das war dann wirklich so, dass es auch protokolliert war. Herr Kamstra, richtig, Entschuldigung, der Oberstaatsanwalt der OK-Abteilung, organisierte Kriminalität, kam dann mit dem Kollegen, Herr Fröhlich, auch Staatsanwalt in der Abteilung,
Und ich hatte darum gebeten, dass wir ein persönliches Gespräch haben. Das hat dann stattgefunden in der Mordkommission, auch wo die, welche war das, dritte, vierte, fünfte? Vierte. Vierte, genau, in die Büroräume. Mein Anwalt war dabei, die Ermittlungsbeamte haben den Raum verlassen, weil es halt für die nicht interessant war. Wir haben uns dann vorgestellt, haben uns auch die Hand gegeben, das fand ich sehr respektvoll. Mhm. Also es war jetzt nicht so, wer bist du, erzähl und dann verpiss dich nach dem Motto, sondern wirklich beide haben mir die Hand gegeben, sich vorgestellt. Und habe ich gesagt, erstmal, dass es so nicht war, wie sie es versuchen oder wie sie der Meinung sind, dass es war oder darzustellen tun. Es sind Beteiligte in Haft, die nicht daran beteiligt waren. Es sind Falsche in Haft. So war dann erstmal ich war natürlich sehr aufgeregt, sehr unruhig. Mhm. Das war natürlich sehr, es war keine normale, ruhige oder schöne Situation für mich. Es ging ja auch wirklich um das muss man ja sagen, klar, an der total, Stelle. Ne? Total, oder? Klar, ja. Klar, logisch. Und das war auch der erste Austausch mit wirklichen Behörden, wo ich mich wirklich öffne und haben die sie denn richtig gecheckt? Haben die gecheckt, ob das, was sie erzählen, richtig dazu ist? Dazu wollte ich jetzt kommen. Das war dann die Äußerung, also dann kam ja noch was zurück. Das ist ja ein Gespräch. Die haben gesagt, Zagaran, wir stehen allen grundsätzlich ihnen immer offen. Mhm. Wir müssen nur etwas Verifizierbares haben. Das heißt, sie machen ihre Aussagen, wir checken das und wenn das verifizierbar und wahr ist, dann haben wir kein Problem, sie auch bezüglich der Strafvollstreckung oder sonstigen Dingen zu unterstützen. Aber am Ende des Tages, wir machen ihnen keine Versprechungen, sie kriegen keinen Bonus oder sonstige Dinge mit Auto, Haus, Willen, Geld, Weiber. Oder sie kannst jetzt morgen rausgehen. Das ist ja so das Erste, was man sich wünscht. Ist ja vielleicht genau. Auch das, was man sich vorstellt. Strafreiheit gibt es in Deutschland nicht, so in dem Fall, nur unter gewissen Umständen, aber nicht mit der Tat. Und das war auch nicht mein Ansehen. Mir war erstmal wichtig, dass ich das richtig stelle, was hier im Raum steht. Und die haben gesagt, sie müssen, den Spruch werde ich nicht vergessen. Das kam von Herrn Kamstra, der sagte zu mir, Zagaran, Sie müssen ins kalte Wasser springen. Das ist leider so hier in Deutschland. Und am Ende stellt sich das dann alles raus und dann kann man entscheiden, wie, wohin die Reise geht. Das wurde ja dann irgendwann publik. Also wir haben ja dann irgendwann Wind von der Sache bekommen. Mhm. Und ich weiß, dass wir schon überrascht waren, oder? Total, ja, wir haben nicht damit gerechnet. Also, wir haben euch das gezwitschert, ihr wusstet das ja relativ früh, ne? Könnt ihr darüber reden mittlerweile? Der liebe Herrgott, wir sind immer wieder dankbar. Ja, sowas spricht gesegnete Menschen, die beiden. Ja. Allein diese Geschichte, dass Kasra sozusagen seine alten Anwälte, die Clubanwälte, rausschmeißt, das Mandat entzieht, das löst natürlich eine Alarmkette innerhalb der Anwaltsszene in Berlin aus. Da sprechen viele drüber, da sprechen dann Polizisten drüber und so. Da ist was und so. Das hatten wir dann schon gehört gehabt. Ja, und das kriegen wir natürlich dann irgendwann auch mit. Mhm. Also, und dann wussten wir, da ist irgendwas im Busche. Und dann haben wir auch rausgefunden, wer sein neuer Anwalt ist und so. Also, wir waren gut informiert. Ihr habt ihn ja auch interviewt. War das schon also das aber viel später. Viel später. Wir haben auch Berichte gemacht. Ich weiß noch, einen ersten Bericht, den habe ich mir nämlich noch mal angeguckt. Da haben wir dich sogar noch offen gezeigt. Da war uns das, glaube ich, scheißegal, dass du im Zeugenschutzprogramm warst. Oder so. Und dann haben wir dann aber einen Wink bekommen, auch von den Ermittlern, dass es schon nett wäre, wenn wir dich sehr jetzt mal pixeln würden, weil du ja auch gefährdet bist. So. Ja, ich glaube, das müsste Kasra noch mal erzählen. Da sieht man ihn ja auch da an der Tafel, nicht? Das sind sie doch da hinter dem Aktenordner, ne? Unten links das Bild, genau. Ja. Richtig. Das ist der erste Prozesstag, ne? Der erste Prozesstag, richtig. Da war halt relativ viel Presse. Auch über die Jahre viel, aber an dem Tag natürlich am meisten. Und das ist die abgetrennte Box mit Panzerglas. Bei allen, nicht nur bei mir. Und ich habe in so einer abgetrennten Box gesessen mit einem Personenschützer. An meiner Seite. Und da wir wussten natürlich nicht so gleich, wer wo sitzt, sondern wir haben uns dann schnell schlau gemacht, als wir die Bilder gedreht haben und haben unserem Kameramann gesagt, was wichtig ist zu drehen. Und wichtig ist natürlich Kadir, der irgendwie gedreht wird, den haben wir jetzt hier nicht drauf. Da oben rechts. Oben rechts? Achso, genau. Da haben wir Kadir irgendwie, der gedreht wird. Ich gehe nochmal hier hin. Ja. Also Kadir saß ganz links, wenn man reingekommen ist, ganz rechts. Nochmal zur Erinnerung, das ist der Präsident. Das ist der Präsident der Hells Angels. Der Auftraggeber des Mordes. Der Auftraggeber. Und du saßt quasi ihm gegenüber auf der anderen Seite. Genau. Dazwischen war der Raum im Gerichtssaal. Und der Kameramann musste echt flott sein, weil du hast nicht so viel Zeit, das zu drehen. So, dann musst du sozusagen den Auftraggeber drehen. Und dann haben wir gesagt, und da hinten in der Ecke, da sitzt der Kronzeuge, den musst du auch drehen. Ja, verständlich, ist ja klar, aus der Sicht jetzt, ist das völlig klar. War da schon allen anderen klar, dass sie ausgepackt haben? Ja, klar. Die Akten, die Aussagen waren aktenkundig. Klar. Wie ist das dann mit denen da zusammen in einem Gericht? Es war mir völlig scheißegal. Ich bin bei sowas, wenn ich mit etwas abschließe, dann schließe ich ab. Ich habe dann auch keine emotionale Bindung zu diesem ganzen Thema. Ich habe dann versucht, das auch ein bisschen zu separieren. Ich habe versucht, mich nicht provozieren zu lassen, die ja auch sehr krass, also ich wurde auch massiv angegangen, beleidigt, provoziert über die Jahre. Das hat sich dann später abgeflacht, aber
Auch die Beschützer, die mit mir waren, wurden massiv beleidigt und so. Und wie war das im Gerichtssaal? Gab's im Gerichtssaal, erster Tag natürlich. Looks could kill, so, ja, ja, irgendwie. Ja, das war natürlich erstmal, alle waren angespannt. Alle hatten mega Respekt auch vor mir, vor der ganzen Situation, weil sie natürlich gehofft haben, okay, vielleicht lässt er mich ein bisschen in Ruhe oder was auch immer. Und ich weiß noch, dass ich dem Marcel Conde so ein Küsschen zugeschmissen habe, weil er mich irgendwie so Mittelfinger gezeigt hat. Da habe ich gesagt, ach komm. Wer war das noch? Das ist ein Mittäter gewesen, auch ein Member. Genau. Der lief an Position 11. Das war der, richtig, der reingegangen ist und zum Tresen gegangen ist. Von dem hat man immer vermutet, dass er möglicherweise die Festplatte der Kameras rausreißen sollte oder dass er den Computer mitnehmen. Der steht jedenfalls da vorne und wusste dann aber doch nicht so richtig, wo die Festplatte ist. Sag mal, ich würde aber nochmal, bevor wir jetzt zum Gerichtssaal kommen, würde ich erst nochmal zurückkommen wollen auf das, was du dann da erzählt hast. Ja. Also du sitzt dann da mit den Ermittlern, für die du ja, ich glaube, das Wort Jackpot wollten die jetzt nicht in den Mund nehmen. Doch, sie haben es gesagt. Ja, also für die warst du ja schon Jackpot gewesen. Wir haben ja auch mit Voges, mit dem Leiter der Mordkommission, für unsere letzte Doku irgendwie großes Interview gemacht. Der ist natürlich auch immer noch ganz angetan von dir, muss man sagen. Der hat auch wirklich interessante Sachen erzählt. Was hast du denen denn alles erzählt? Die wollten ja wahrscheinlich alles wissen, oder? Ja, natürlich, wollten alles wissen. Außer wann ich auf Klo gehe und wann nicht und was ich esse. nein, natürlich jetzt. Also die Aussage an sich, komplex Hells Angels, von meiner Seite aus waren 800 Seiten. Nur mal, um die Menge zu erklären. Deswegen würde ich jetzt nicht die 800 Seiten erklären. Ich würde es so ein bisschen umreißen. Es ging halt natürlich in erster Linie um die Expect, um den Mord. Dann ging es um einen zweiten Mord in einem Soda-Club, der ein paar Monate zuvor passiert ist. Ich glaube, in dem Jahr zuvor irgendwann. Da reden wir noch drüber, da kommen wir noch drauf. Genau, da wurde Türsteher erschossen. Dann ging es um zwei Sprengstoffanschläge. Einen versuchten und einen durchgeführten, wirklich mit Explosion. Dann ging es um eine versuchte Tötung mit einem Messer, wo ein Bandidus oder ein Bandito-Member in der Streustraße, glaube ich ist es, Eastgate, aufgeschlitzt wurde. Dann ging es darum, Anabolika-Handel, ging es darum um Gras, also Marihuana-Handel im großen Stil. Da ging es um Verbindungen, ging es um kriminelle Flüchtige im Ausland. All so eine Sachen. Ja. Und das war natürlich für die erstmal, man muss dazu sagen, ich würde immer kurz die Situation erzählen, als ich da das erste Mal zur Aussage gekommen bin. Die waren natürlich erstmal so, okay, wer bist du überhaupt so? Das ist natürlich alles noch so Fronten, ist klar. Ne? Das du ist hast ja so, vorher mit denen nie geredet. Nee, ich habe mit denen nie gesprochen. Die wussten ja quasi nichts über dich. Nee, außer von wegen, beim ersten Mal bei der Vorführung, willst du was aussagen? Dann möchten sie eine Aussage machen? Nee, okay, alles klar, runter. Ich glaube aber, dass die vorher natürlich, die Vernehmer wurden vorher gebrieft vom Rocker DZ. Mit also, Sicherheit. Die haben sich natürlich über Kasra vorher informiert. Also den Jackpot will man ja auch nicht, also den dicken Fisch will man auch nicht so schnell von der Angel lassen, weil die persönliche Chemie nicht stimmt oder weil irgendwie was nicht. Ich glaube, die haben sich schon gut darauf vorbereitet. Ja, das hat uns ja auch Voges im Interview erzählt, dass er gesagt hat, sie mussten erstmal die Experten holen, um überhaupt zu wissen, Hells Angels, wer da hat, macht was und so weiter. Und so. Genau, das war dann auch so. In erster Linie wollten sie erstmal von mir wissen, also ich würde das jetzt nicht überspringen, weil ich würde erstmal die Situation stellen. Ich kam dann da rein, die waren natürlich sehr skeptisch mir gegenüber. Man muss auch sagen, das hat später der Oberstaatsanwalt Kampster zu meinem Anwalt gesagt, in einem Gespräch, dass sie erstmal gedacht haben, das wäre eine konstatierte, also eine geplante Nummer seitens der Hells Angels. Und wir würden die verarschen wollen und wollen die ausräuchen wollen und erstmal so vorführen wollen und irgendwie eine Story zusammenbasteln, um da irgendwie was zu machen. So, und deswegen so sind sie mir auch erstmal aufgetreten. Dementsprechend war das erstmal sehr kühl. Ja, erzählen Sie mal Name, so und so. Und dann habe ich erstmal erzählt, die wollten gleich wissen, wer war dabei. Haben vielleicht das Video rausgeholt. Natürlich 1, 2, 3 beschrieben. Und dann so lief das denn den ganzen Tag. Und dadurch, dass Herr Voges ja auch so live mitgehört hat und die sind natürlich gleich los, haben das versucht zu verifizieren und so. Ich glaube, an dem Tag oder am nächsten Tag kamen sie dann zu mir und die hatten so eine, das werde ich nicht vergessen, das hat Steffen auch immer voll gefeiert, die Situation, hatten so eine Schüssel Trauben auf dem Tisch. Und die haben sie dann irgendwann, als sie zu mir kamen, beim zweiten Termin, nach 10 Minuten Gespräch, kamen raus und wieder rein. Herr Zageran, möchten Sie Trauben essen? Und dann war so ein bisschen, das war so wie so eine, wie so diese imaginäre Eiswand, die dann gebrochen war. Und sie waren dann sicher, okay, der meint das ernst, der verarscht uns nicht, der ist aufrichtig. Der versucht dir das zu erzählen und das Ding so ein bisschen auch aufzuklären. Und dann war das mega entspannt, immer waren professionell. Waren Sie denn misstrauisch? Ja, natürlich. Ja. Für mich, das waren Polizisten, das waren vorher meine Feinde, in Anführungsstrichen, obwohl sie es nie wirklich waren. Für mich selbst erfundene Feinde. Aber das war dann halt so. Und das werde ich nicht vergessen. Das war auch immer professionell. Man muss doch dazu sagen, es gab nie irgendwelche Bonbons oder Schönigkeiten, die waren kritisch. Ja? Und haben immer kritisch hinterfragt. Das war aber nie, du bist ein Lügner, Spinner. Das ging nie über irgendwie
irgendwelche Grenzen, dass man sich irgendwie despektierlich war. Es war immer, okay, das verstehe ich nicht, erklären Sie es bitte. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, okay, so halt. Ne? Aber es war halt immer professionell und respektvoll und anständig. Deswegen habe ich das noch relativ positiv in diesem ganzen negativen Kontext noch in Erinnerung. Ich muss mal eine Frage stellen. Ja, bitte. Ist ja der Beruf, ne? Genau. Nee, wir beschäftigen uns ja ganz lange schon mit der Szene und Kronzeugen, Aussteiger sind ja immer, also sie werden natürlich extrem kritisch gesehen in der Szene von wegen Anscheißer, Ratten, blablabla, Verräter ist ja so das Harmloseste. Mhm. Ich meine, du hast ja tatsächlich Leute wirklich mit deiner Aussage in den Knast gebracht. Also es gibt ja, du hast ja mit deiner Identifizierung, du hast ja Leute auf dem Video benannt, von denen die Polizei noch keine Ahnung hat. Ja, ja. Letztendlich hast du Leute lebenslang ins Gefängnis gebracht. Mhm. Hast du nicht mal überlegt, sozusagen, weiß ich nicht. Also ich meine, da waren wahrscheinlich Leute bei, die dir auch vielleicht gar nichts getan haben. Das waren deine Brüder. Hättest du nicht einfach sagen können, den erkenne ich nicht mehr, habe ich vergessen, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, so ein Stracker, der lief vor dir. Den sieht man da auf dem Bild. Ja, Der sitzt im Knast, glaube ich, weil du ihn identifiziert hast. Ja gut, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich verstehe das. Ich habe da eine andere Perspektive drauf. Die haben sich selbst in den Knast gebracht, so wie ich mich auch selber in den Knast gebracht habe. Am Ende des Tages haben wir uns alle für diesen Weg entschieden. Man wusste bewusst oder hat es ignoriert. Auf jeden Fall waren wir alle große Jungs. Wir wollten große Jungs spielen, waren noch große Jungs, was auch immer. Und haben uns für diesen Weg entschieden und natürlich mit allen Konsequenzen. Und ich habe natürlich auch nie irgendjemand, das ist meine Sicht der Dinge, nie jemanden einen Vorwurf gemacht, dass ich da jetzt im Knast sitze. Den einzigen Vorwurf, den ich gemacht habe, war, warum wurde da so eine Scheiße durchgezogen? Wäre ich ins Knast gegangen für eine Schlägerei, weil wir die HSB kaputtgeschlagen hätten. Das war ja das mit der Intention, die ich da auch hingegangen bin. Hätte ich gesagt, gut, okay, akzeptiere ich. Für mich war nicht akzeptabel, dass ich für etwas verurteilt werden soll, was ich nicht geplant, nicht wollte und auch nicht proaktiv mitgewirkt habe. War die auch richtig sauer auf Kadir Padir? Ich war einfach sauer. Das wird, glaube ich, so ein Cocktail aus allen Emotionen, die man irgendwie als Mensch empfinden kann. Negativ. Enttäuscht. Also Enttäuschung war nicht mehr, weil ich habe ihm sowieso nichts mehr irgendwie geglaubt und auch keine Dings, aber Vertrauen geschenkt, aber halt alles andere. Ne? Sauer, frustriert, hilflos. Ne? Und dementsprechend war da so die Sicht der Dinge. Deswegen habe ich mir nie irgendwie gesagt, ich habe den jetzt in den Knast gebracht. Man muss auch dazu sagen, ich habe auch 3-4 Leute vom Knast bewahrt. Also es sind 3 Leute beschuldigt worden, die auch in Haft saßen. Das war der Ismail Syrer, Cekva Çiço und Kadim Ünsal-Suldan. Die wurden dann aufgrund meiner Aussage entlassen. Das muss man dazu erstmal auch noch sagen. Ja, also muss Thomas kurz erzählen. Thomas war nämlich da. Thomas war vom Knast, als Ismail Syrer rauskam. Weißt du es noch? Ja, das weiß ich noch, ja. Ich glaube, das erinnert mich sogar noch dran. Ja. Lass mich in Ruhe, ich bin noch rausgekommen. Ja, ja. Ich habe es getan. Ich bin unschuldig. Genau, er hat gesagt, ich bin rausgekommen. Unschuldig sogar. Ja, gut, die Frau hat recht. Ist ja bei Easy so, dass er schon öfter mal naja, klar, der ganze, im Knast gesessen hat. Ja, ich habe ihn neulich mal via Instagram angeschrieben. Ja, so knutschi und ob er nicht Lust hat, mit mir mal irgendwie ein Interview zu führen, ja. Wird er mir so ein, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Der sitzt ja jetzt in der Türkei. Ja, wird abgeschoben, habe ich gehört. Ja. Auch so ein Anabolika. Ja, ist auch so ein Konsument. Ja, klar. Auf jeden Fall, das ist erstmal dazu. Und ich, wie gesagt, meine Perspektive ist nie gewesen, ich habe jemanden in den Knast gebracht. Am Ende des Tages haben sie sich alle selber in den Knast gebracht. Ich habe einfach nur gesagt, so wie es war. Das hat auch jedem anderen offen gestanden. Also ich habe jetzt hier nichts getan, was nur mir zugestanden hat. Jeder hat das Recht in Deutschland, sich zu der Sache zu äußern. Sie haben sich dafür entschieden, es nicht zu tun. Ich habe mich dafür entschieden, es zu tun. Deswegen kann man mir da auf normalen Wege keinen Vorwurf machen. Ob das einer so sieht oder sieht, ist mir egal. Am Ende des Tages war es der richtige Weg. Und ich würde es immer wieder tun. Ich würde mich natürlich nie wieder in so eine Situation bringen. Aber ich habe diesen Schritt nie bereut und werde ihn auch nicht bereuen, weil es das Richtige war. Als du verhaftet worden warst, warst du der Letzte, der verhaftet worden war? Nee, der Letzte war... ich glaube, Syrer kam nach mir, dann kam Conde. Ich weiß nicht, wer der Letzte war. Aber ein paar waren ja dann plötzlich weg, ne? Also ja, die waren immer weg. Erso war schon relativ früh weg. Erko war schon weg, war auch. Genau. Ja. Wir waren, als wir dann mitbekommen haben, dass da in Berlin viel läuft, dass die Hells Angels hinter dem Mord steckt, waren wir viel in Berlin, als die ersten Verhaftungen gelaufen sind. Und da waren wir ja auch bei der Mordkommission. Als Kadir Padir da auftauchte, als er gefragt hat, liegt gegen mich was vor, so, da war der Haftbefehl noch nicht fertig und dann hat die Mordkommission gesagt, nee, gegen sie liegt noch nichts vor. Und am nächsten Tag kam er dann wieder und dann hatten sie einen Haftbefehl und dann ist er dann da geblieben. Aber warum ist er überhaupt hingegangen? Das habe ich nicht. Da würde ich gerne was zusammen. Es gab Informationen. Es kam von den Nomads, gab es eine Info, die irgendwie Kontakt in die Staatsanwaltschaft hatten. Nomads ist die andere. Ist die andere Fraktion, André Sommer. Trotzdem haben sie sich, das muss man sagen, die waren immer loyal ihm gegenüber und haben immer irgendwelche Informationen, die sie durchgesteckt bekommen haben, Kadir weitergetragen. Nur mal dazu. Und ich würde ganz was dazu sagen, was du gesagt hast mit Haftbefehl. Das ist nämlich 2 Tage oder einen Tag vorher rausgekommen. Und das wurde von den Nomads Kadir weitergetragen, dass der Haftbefehl geschrieben wurde, aber noch nicht unterzeichnet wurde vom Gericht.
und wahrscheinlich demnächst dann rausgeht. Und deswegen ist er dann schon mal losgegangen. Und es gibt noch eine weitere Geschichte dazu. Ja. Diese beiden Tavukcu und Selim Bektaş, die ziemlich unmaskiert durch das Wettbüro gelaufen sind, die sind relativ früh verhaftet worden. Ja. Und die hatten ja auch Haftbefehle. Mhm. Und in diesen Haftbefehlen steht schon drin, dass Kadir Padir der mögliche Auftraggeber sei, der mutmaßliche. So. Und diesen Haftbefehl hatte Kadir auch auf seinem Handy. Und hat es mal Polizisten gezeigt. Darüber haben wir auch berichtet. Also die Rockerstreife ist natürlich weiterhin unterwegs, trifft Kadir Padir und Kadir sagt, hier, guck mal, ich habe einen Haftbefehl, da stehe ich da drin, was ist denn da los? Und so. Also der hat natürlich immer damit gerechnet, ja, dass er... Und dann geht man zur Mordkommission und sagt, gibt's hier... Also wir haben ja mit Fokus drüber geredet neulich und der Fokus sagt irgendwie, ja, er saß oben in seinem Büro und dann kam ein Anruf von unten irgendwie, ja, Herr Padir wäre mit einem Anwalt unten im Raum, im Vorraum. Wenn du da reinkommst in die Kaltstraße, in die Mordkommission, da ist ja ein Pförtner, da kannst du nicht einfach rumturnen, wie du willst, sondern musst du warten. Ja. Und dann ist Fokus runtergegangen mit noch jemand und der sagt irgendwie, dann standen wir uns da gegenüber und dann haben wir gesagt, irgendwie, ja, was ist denn? Und dann hat Kadir Padir gesagt, ja, hier bin ich. Genau, hier bin ich, was ist denn? Und dann hat Fokus gesagt, wollen Sie irgendwas sagen? Nee, was soll ich denn sagen? Na, wir wollen auch nichts sagen. Ja. Das ist aber einigermaßen absurd, diese Konversation. Ja, so absurd ist das gar nicht, weil du natürlich zeigst, ich habe keine Angst. Also ich stelle mich der Situation, ich komme, ich bin nicht weg, ich gehe nicht flüchten, ich verstecke mich nicht und so. Das ist natürlich für einen späteren möglichen Prozess schon mal ein ganz wichtiges Zeichen. Also er ist nicht verschwunden, er ist nicht untergetaucht. Und da so ist die Begründung schon mal, auf dem Haftbefehl wegen Fluchtgefahr fällt dann schon mal weg. Genau. Das ist natürlich sehr berechnend gewesen. Mhm. Und zweiter Punkt ist nochmal, was Klaas angesprochen hat, ist natürlich, er wollte dem Vorkommen auch nochmal mit dem SEK-Einsatz. Er wollte das nicht, weil er hat zwei Kinder, eine Frau zu Hause, er ist dort registriert, das ist seine Meldeadresse, da fliegt regelmäßig die Tür auf. Die Kinder sind natürlich dementsprechend auch immer mega verstört, nachvollziehbar. Ja, das ist natürlich kein schöner Anblick, wenn die Tür auffliegt, schwarz vermummte Menschen und die sind natürlich laut, aggressiv, klar. Dem wollte er zuvorkommen und hat sich dann dort gestellt. Also wie gesagt, Fluchtgefahr, um das einmal auszuschießen, Haftbefehlbegründung und den SEK-Einsatz. Aber dann, die Polizisten haben dann zu ihm gesagt, also wenn sie jetzt uns nichts mitzuteilen haben, dann wir haben nichts, sie können wieder gehen. Und dann ist er wieder gegangen. Genau. Und dann hat ihn dann standen wir auf der Straße. kaum bei der Mordkommission raus, steht Spiegel TV vor der Tür. Ja, klar. Herr Padir, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben? Hey, geh doch einfach weg. Ja, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben? Nein. Es gibt ja das Gerücht, ja, dass Sie das mit dem Mord zu tun haben. Dürfen wir Sie fragen, was Sie da gemacht haben bei der Mordkommission? Okay, warum nervst du mich? Warum? Okay. Geh weg. Nerv mich nicht. Hat das wieder der liebe Herrgott euch gezwitschert oder wie war das? Das war, glaube ich, einfach, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr so genau, warum wir an dem Tag genau bei der Mordkommission zufällig waren. Zufällig, glaube ich, nicht. Nee, zufällig, also wir wussten, da ist schon jemand verhaftet worden und wir haben Bilder gemacht und so einfach und dann gucke ich so und ich habe Kadir gar nicht erkannt, weil der hatte so eine Kapuze auf. Ich habe nur einen riesigen Kerl gesehen. Ich habe aber seinen Anwalt gesehen. Ah. Und man muss dazu sagen, du hast ein wahnsinnig gutes Gedächtnis für Gesichter und Namen und Daten und Fakten. Deswegen ist Thomas sehr froh, dass du an seiner Seite bist. Nein, aber der Anwalt war schon immer Kadirs Anwalt, auch bei den anderen Prozessen, die wir schon begleitet haben. Und dafür braucht man kein gutes Gedächtnis zu haben. Also den Anwalt, Herrn Stucke, den merkt man sich einfach. Der ist halt einer der Besten, muss man einfach sagen, wahrscheinlich Strafverteidiger Berlins. Und den kennt man einfach, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Also wir als Journalisten ist Stucke halt immer ein Begriff. So. Und als wir den dann gesehen haben, haben wir gesagt, hey, ist aber komisch. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ja Kadir sein, der mit der große Typ mit dieser komisch gelben Jacke. Und dann dachten wir, ach, Mensch. Und dann haben wir natürlich aber nicht mit gerechnet, dass der dann wieder rauskommt. Und als er dann wieder rausgekommen ist, haben wir gesagt, oh, jetzt sollten wir uns mal schnell bewegen. Dann haben wir uns bewegt. Und ich glaube, haben ihn mit dem Auto überholt so, und sind dann auf die Straße gegangen und haben ihn dann kurzzeitig befragt, warum er denn bei der Mordkommission gewesen ist. Aber ihr habt ja auch später noch den LKA-Leiter befragt zu dieser Situation, warum sie ihn nicht quasi gleich einkassiert haben, weil es gab ja quasi schon mehr oder weniger den Haftbefehl. Und der war noch nicht unterschrieben oder lag noch nicht vor. Herr Padir erschien mit seinem Rechtsanwalt bei der Mordkommission und erklärte, er möchte ganz gerne mal reden. Er hätte versucht, bei der Staatsanwaltschaft zu reden. Daraufhin hat ihm der Leiter der Mordkommission, der ermittelnde Mordkommission, erklärt, dass dieser morgen wieder im Dienst sei, als Herr des Verfahrens auch der richtige Ansprechpartner, und hat ihn an die Staatsanwaltschaft verwiesen.
Das war aber auch so eine Ausrede dann irgendwie, ne? Oder? Ich meine, warum war der noch nicht unterschrieben? Ist das normal in der Justiz oder? Naja, habe ich das gelernt. Er muss natürlich erstmal geschrieben werden. Mit der Begründung etc. Und dann wird er eingereicht bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich. Oder beziehungsweise man beantragt ihn, die müssen ihn schreiben. Und die Staatsanwaltschaft geht damit zum Gericht. Das Gericht liest sich das durch, nimmt sich die Akte. Also da würde man ja denken, dass man. Ja, man muss ja trotzdem, wir sind ja ein Rechtsstaat. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Nein, aber ich meine, wir sind ja in einem Rechtsstaat. Und der Eingriff in die Freiheit, also jemanden ins Gefängnis zu stecken, finde ich, da sollte schon mal ein Richter drüber gucken. Das sollte nicht die Polizei. Das ist vollkommen richtig, aber die dürfen ja auch mal Überstunden machen, oder? Ja, aber man muss dazu sagen, so ein Verfahren ist ein Riesenaufwand für eine Staatsanwaltschaft natürlich. Mhm. Also wenn da 13 Leute reinlaufen, dazu ein Auftraggeber da sind, die müssen ackern ohne Ende erstmal. Und die wollen natürlich auch keine Fehler machen. Mhm. Wenn du da am Anfang Fehler machst, dann fliegt dir alles hinterher um die Ohren. Dann muss man natürlich, sollte man dreimal prüfen, was man da schreibt. Und dreimal überlegen, ob man gewisse Informationen jetzt schon reinschreibt und wo man die eventuell hergehabt hat und so. Ne? Und deswegen wird sowas hoffentlich sehr sorgfältig gemacht und nicht überstürzt getan und so. Man muss auch sagen, im Wesen von Kadir, so wie wir den erlebt haben, ja auch in dem Rocker-Verbotsverfahren, zum Wesen von Kadir gehört, dass der kneift ja nicht, der geht ja nicht weg. Nee, das muss man ihm. Macht den Kopf runter und dann geht er nach vorne. Ja, 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 damals beim Rocker-Verbotsverfahren, da ist ja Kadirs Charter schon mal verboten worden. Das wusste der vorher. Das heißt, ihr hättet alle eure Mopeds wegbringen können, eure Sachen wegbringen können und sonst was. Und Kadir hat gesagt, nö, sollen sie doch kommen. So, also es hätte auch defensiver funktionieren können. Ja, klar, und genauso ist es auch bei dieser Geschichte gewesen. Kadir geht ja eben einfach hin, nimmt den Kopf runter. Und sagt so, jetzt greife ich an. Ich würde gerne noch was zu sagen, was Thomas gesagt hat. Wo ihr nachgefragt hast, ich glaube, das war dieselbe Situation, in der ihr euch mal begegnet seid, gleich am Anfang, genau. Ne, vor dem Bäcker. Ja, ja, klar. Da bist du ja auf Kadir Padir zu und der eine, der hat noch gespuckt auf dich, ne, und wüste Beschimpfungen ausgestoßen, aber ihr wusstet da schon, dass er wusste, dass er verboten wurde, so. Genau. Padir, wir wollten mal fragen, wie es aus Ihrer Sicht heute Morgen gelaufen ist. Wussten Sie von der Razzia, Herr Padir? Hey, ihr habt doch die Adresse von unserer Pressestelle, oder? Ihr kennt doch unsere Pressestelle. Meldet euch bei der Herpma. Ja, wisst ihr, Stufe 10. Fick dich doch, lauf. Wussten, dass deine Mutter heute den Arsch gefickt hat? Die Kamera in den Schwanz, meine Fuchs. Ich finde, das ist relativ richtig oder gut, was er sagt. Das ist auch außergewöhnlich, weil gerade so Führungspersonal bei den Hells Angels oder überall sind eigentlich die Ersten, die dann abhauen oder einen Schuh machen, wie man so sagt, oder die dann sagen, oder untertauchen. Ja, das war bei ihm nie der Fall, das muss man ihm schon sagen. Er hat immer die Verantwortung übernommen fürs Charter, er hat sich immer nach vorne gestellt, er ist nie irgendwie, hat sich weggeduckt, rausgeredet oder irgendwie gesagt, nee, ich gehe jetzt erstmal, macht ihr mal oder ich gebe das auf den Vize oder auf den Treasurer oder Secretary, Sergeant, was auch immer. Ihr macht das schon, sondern er war immer da. Ihm war natürlich klar, dass sie ihn wollen, das wusste er. Ihm wurde auch mal von einem gestandenen LKA-Mitarbeiter in einer 5-Minuten-Gespräch mal inoffiziell gesagt, die wollen dich und wenn du nicht irgendwann mal aufhörst oder mal nicht einen Gast 3-4 Gänge zurückschaltest, dann bist du irgendwann noch mal weg. Das ist ein guter Rat. Vielleicht solltest du es mal für dich einfach mal so ein bisschen vor die Augen halten, was da auf dich zukommen kann. Da hat ja natürlich am Ende nichts gebracht, aber man muss noch nicht sagen, ob man das anrechnen kann oder was auch immer, aber es war einfach so. Es gibt natürlich auch andere Fälle im Bundesgebiet Deutschland, wo natürlich auch so Führungspersonal mit irgendwelchen Taten konfrontiert wurde oder beschuldigt wurden. Die sind natürlich gleich auf die Flucht, also ausgewandert oder Flucht in ein anderes Land, wo halt nicht ausgeliefert wird. Sprich Iran, aktuell war ja auch ein Fall. Der den Arm abgehakt hat. Ja, nicht nur den Arm, auch den Kopf. Das ist aber wieder was anderes. Aber da ist ja auch der Kopf des Charters beschuldigt worden. Der ist natürlich dann auch gleich weg gewesen. Mhm. Ne? Und alle anderen wurden verhaftet und das ganze Charter wurde auseinandergenommen. Hab ich so verfolgt in der Presse. Und das hätte Padir zum Beispiel nicht gemacht. Okay, kommen wir nochmal zur Gerichtsverhandlung, weil da müssen wir tatsächlich ja jetzt mal ein bisschen näher uns dem Ganzen nähern, weil das ging über mehrere Jahre. Also Sie sind sich da am Anfang begegnet, auch Kadir Padir, der saß ja auch nicht weit weg. Ne? Nee. Hatten Sie Blickkontakt? Er hat den Blick gemieden. Mhm. Das weiß ich. Ich habe den Blickkontakt gesucht. Er hat mich konsequent versucht zu ignorieren. Aber er hat dich mal beschimpft, ne? Ja, das war dann die Jahre danach. Er hat versucht, am Anfang so eine seriöse Maske aufrechtzuerhalten. Aber als er dann gemerkt hat, dass das Gericht auch sich auf keinen Kompromiss einlässt, also dass das Gericht wirklich einen klaren Fahrplan hat und auch hier klar sagt,
Mord, das konnte man an den Beschlüssen auch lesen, dass Mord, gemeinschaftlicher Mord durchaus in Frage kommt. War natürlich ihm klar, okay, ich habe keine Chance. Und dann war ihm das auch scheißegal, wie er dann auftritt. Aber die ersten zwei Jahre versuchte er ruhig zu bleiben, ist auch nicht ausfällig geworden. Aber dann gab es natürlich auch hier und da heftige Szenen. Und auch von anderen wurden dann Sachen geschmissen. Nicht auf mich, sondern auf meinen Anwalt. Und Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. Es gab so eine Durchreiche, wenn man das hier so sieht auf dem Foto. Das sind, da drüber ist Panzerglas. Dann gibt es so eine kleine Durchreiche von 5 bis 10 Zentimeter. Um halt so Akten oder was auch immer. Kommunikation mit den Anwälten. Richtig, die sitzen genau davor. Genau. Und da wurden dann Sachen durchgeschmissen worden. Auch gegen den Richter. So, du Fotze, halt die Fresse, Staatsanwaltschaft beleidigt, halt dein Maul, du Hurensohn und so, also richtig krass. Mhm. Und Becher wurden mit vollen Becher wurden geschmissen, noch mit Wasser nach dem Richter und so. Und das kam dann aber 2 Jahre später. Aber sie hat nichts getroffen in dem. Nee, konnte ja nicht. Ich war ja abgeschirmt. Da war ist ja eine Tür zwischen. Konnten sie nicht. Und das die hätten dann auch die Jungs vom Personenschutz, die waren mega professionell, muss man dazu sagen. Also die haben bei jeder Kleinigkeit gesagt, jetzt ist hier Schluss, haben es dann durchgegeben an den Richter, wir machen jetzt mal eine Unterbrechung, wir möchten das nicht. Weil natürlich auch darauf geachtet haben, dass es auch mir mental gut geht. Mhm. Das war halt denen auch wichtig, dass ich da nicht irgendwie irgendwelchen Dingen unnötig ausgesetzt werde, was ja sowieso schon schwierig war, die Situation. Und da haben wie ist das? Da wie oft pro Woche waren Sie denn im Gerichtssaal? Dienstags und donnerstags, ja. Das waren so die D-Days. Über 5 Jahre. Und teilweise dann noch am Anfang, die ersten 3 Jahre, dann sogar noch ein bisschen mehr, weil es dann noch Parallelverfahren gab, wo ich dann als Hauptbelastungszeuge aufgetreten bin und dann Sodamord, dann versuchten Sprengstoffanschläge oder was auch immer, dann Hasch, Kokshandel. Also da gab es dann einiges, ja. Kannst du sagen, wo du da eigentlich gesessen hast in der Zeit? In welchem Gefängnis? Nein. Weil das wissen wir bis heute nicht. Nee, das dürft ihr auch nicht wissen. Das dürfen wir nicht wissen. Dürft ihr auch nicht wissen. Aber kannst du mal generell schildern? Ich meine, du entschließt dich, auszusteigen, auszusagen. Ich meine, der Staat muss dich ja dann schützen. Kannst du da, was da überhaupt so ein bisschen, was da passiert? Du musst ja aus dem Gefängnis raus, wo du bisher gesessen hast und wirst dann weggebracht oder so. Aber kannst du da ein bisschen was erzählen? Oder hast du im Hotel gewohnt die ganze Zeit? Da um die Ecke. Auf Mallorca. Bin dann immer extra First Class. Aber es gibt ja so Hotels, 100%. Von denen wir wissen in Berlin. Ich war in Wirklichkeit gar nicht da. Ich wurde zugeschaltet. Das war so eine visuelle Erscheinung. Nach Quatsch, alles gut. Ein Hologramm. Ich verstehe das natürlich, auch weil es mega interessant und spannend ist. Natürlich, mein Hinterliegen ist, darf ich nicht und werde ich auch nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ich kann über meine Haftumstände sprechen, weil ja auch immer so, dass dieser Mythos im Raum steht, man würde irgendwie Vergünstigung bekommen und keine Ahnung. Und dann, man ist jetzt gar nicht im Knast, das ist wie bei der Party, man sitzt in so einem Hotel, aber abgeschlossen mit 2 Männern vor der Tür und du kriegst dann so Essen vom Roomservice. Das ist Bullshit. Ich saß 23.1 war ich in Einzelhaft. Ich saß in Isolationshaft, das heißt, ich hatte Kontakt über die ganzen Jahre in Haft zu niemandem, außer zu meinem Anwalt und auch zu behördlichen, also Menschen von der Behörde. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es war eine heftige Zeit, muss man dazu sagen. Ich hatte die schwersten Haftbedingungen von allen. Also ich habe das ja immer mitbekommen, da wurden Anträge gestellt für Lockerungen und Arbeitsaufnahme, dafür auch arbeiten etc. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich habe bis zum letzten Tag in Isolationshaft gesessen. Wussten die, da wo du gesessen hast, wussten die anderen Häftlinge, dass du da gesessen hast? Kann ich dir nicht beantworten. Tut mir leid, ich verstehe dich, aber dazu kann ich nichts sagen. Seid ihr weit gefahren? unser Verdacht war ja immer, dass du irgendwie da in Brandenburg in der JVA gesessen hast. Ja, kann ich nichts zu sagen. Alles gut. Aber dank Spiegel TV war ihr Gesicht ja auch bekannt sozusagen. Ja, ich habe es auch verfolgt. Wir konnten ja nicht bei jedem Prozesstag dabei sein. 5 Jahre lang, 2-mal die Woche übersteigt auch unsere Möglichkeiten. Es gab, glaube ich, einmal einen Zeugen, einen Polizist, der ist mit dem Kopf auf die Tischplatte gefallen. Ne? Kannst du mal sagen, was da passiert ist? Das war, glaube ich, eine Führungsperson, ein Leiter von irgendeiner Abteilung. Man muss dazu sagen, dass es natürlich auch viel Dynamik in dem Prozess gab. Es gab viele Dinge, die aufgeploppt sind, die dem Gericht auch nicht geschmeckt haben. Mhm. Und die natürlich dich auch so ein bisschen verarscht gefühlt haben, muss man ganz so sagen, um es einfach mal einfach auszudrücken. Und die haben dann natürlich richtig nachgehakt. Das muss man dem Gericht auch sagen, zugute schreiben kurz. Die haben wirklich jeden Stein umgedreht, deswegen war der Prozess auch so lange. Die haben natürlich dann Mord sich nachzuweisen ist ja nicht ja, eben, so ganz genau. Und leicht. Und nicht nur einem, sondern 10 bis 9 Leuten. Ja? Und dementsprechend haben sie da Gas gegeben. Und da war das halt so, da ist irgendwas aufgeploppt, ich weiß den Kontext nicht mehr, irgendwas wurde da verschwiegen, dann ist es aufgekommen. Und der ist dann natürlich schon mit Sicherheit von seinen Kollegen sensibilisiert worden, dass da was im Raum steht, was irgendwie nicht ganz so schön ist, wahrscheinlich auch zum Nachteil seiner oder der ganzen Abteilung werden kann. Und dementsprechend war er natürlich mit Sicherheit mega aufgeregt. Und man wusste auch, das Gericht lässt nicht mit sich, also ist nicht zimperlich.
Und der ist dann hingekommen und dann, klar, wurde seine Daten aufgenommen. Wer sind Sie? Blablabla. Bla, bla, so, ich arbeite hier und da, heiße so und so alt. Und dann ging es auch gleich los. Und der Richter hat klar gemacht, dass er hier keine Gefangene macht, sondern wissen will, was da los ist. Und irgendwann hat er sich so unter Druckgefühl gesetzt und war so verunsichert und hatte auch wahrscheinlich auch Angst. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund lief, dass er irgendwie rechtlich belangt wird für die Geschichte, dass er dann einfach ohnmächtig geworden ist und vom Stuhl gekippt ist. Und wirklich klatsch, ohne irgendwelche Abstützmöglichkeiten, direkt freier Fall auf den Boden geklatscht. Das hat richtig geklatscht und alle waren, oh. Ne, und so eine Situation gab es da. Das war schon ziemlich heftig. Man muss auch, wir waren ja öfter mal da gewesen. Das ist echt ja auch anstrengend. Ich habe irgendwie total. die einen Tag lang oder zwei Tage lang der Vernehmung des sogenannten VP-Führers, also der diese Vertrauensperson führt, da war ich im Saal gewesen und habe mir angeguckt, wie der da von den Anwälten gegrillt wurde. Alter Verwalter. Ja. Also da möchtest du nicht in der Haut des Polizisten stecken, weil die werfen die quasi, du hast den Eindruck, der Polizist, der da vorne sitzt als Zeuge, ist der Angeklagte. Ja, also die machen den rund in einer Preisklasse, das haben sie doch nicht im Griff gehabt, das stimmt doch nicht, hier, sie verschweigen uns doch was und so. Man muss auch dazu sagen, die Perspektive der Anwälte von der anderen Seite, beziehungsweise ich habe es nie als Gegenseite empfunden, die haben aber uns immer so als Gegenseite dargestellt und empfunden. Sie waren ja auf Seiten des Staates sozusagen. Ich war auf Seiten von niemandem. Ich war auch einfach auf der Seite, ich möchte das Ding ja immer vernünftig geklärt bekommen haben. Ja, das war einfach meine Intention. Ich war für niemanden. Ja, ich war für jeden offen, der vernünftig und respektvoll mit mir umgehen möchte und mir zuhört. Aber ich war nie pro irgendetwas. Ich war einfach pro, das Ding muss ja vernünftig aufgeklärt werden. Was hier so im Raum steht, das entspricht nicht so den Tatsachen, wie es dargestellt wird. Aber für die Brüder muss das ja schon... Ja, natürlich, deswegen meine ich ja. Für die war ich dann der Feind, der Wichser, was auch immer. Ich will das jetzt gar nicht wiederholen, das ist Quatsch. Jeder kann es sich ja vorstellen. Die Anwälte waren halt immer so, alle sind schuld, alle sind böse, die Polizisten sind Verbrecher. Die haben es doch versucht, Opfer, Täter, Täter, Opfer. Der Richter ist scheiße oder die Richter sind scheiße, die Staatsanwaltschaft redet nur Müll, alle Sachverständigen, die kontra der Angeklagten waren, inklusive meiner natürlich dann auch auf gewisse Art und Weise, nicht immer, sind Spinner, die Übersetzer übersetzen falsch, es ist alles Bullshit, was hier erzählt wird, das ist alles, sind alles ganz liebe Kerle, die eigentlich Sonnenblumenkerne pflücken und das dann gemeinnützigen Institutionen zukommen lassen, damit die Leute versorgt sind und mit Knabberzeug, so nach dem Motto. Das ist natürlich Quatsch und das hat sich natürlich dann auch gezeigt, dass er auch völlig, ach deswegen teile ich das nicht, was Klaas gesagt hat, dass Stocke zum Beispiel einer der besten Anwälte ist, die halten sich dafür. Aber ein Anwalt ist immer dafür da, das Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Und das wurde in dem Fall nicht getan. Sonst wäre dieses Urteil, glaube ich, nicht so ausgegangen. Oder man hätte sich entschieden, auch mal was dazu zu sagen. Von daher teile ich das nicht. Aber es ist auch immer so, Meinungen sind verschieden. Wir müssen nochmal auf die Rolle der Polizei zu sprechen. Genau. Kasra hat ja erzählt, dass ein Polizist mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt. Weil er so, das ist natürlich, man hört nicht richtig. Ich war nicht dabei, aber man denkt, man hört nicht richtig sozusagen. Es gab halt den Vorwurf oder beziehungsweise das Gericht wollte klären, ob die Polizei es unterlassen hat, bewusst unterlassen hat, das Opfer zu wahren, die Täter nicht zu wahren, beziehungsweise die Täter davon abzuhalten, die Tat zu begehen. Und das wollte das Gericht klären. Ja. Und dieser Polizist, der da mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt, war ein Polizist, der beispielsweise die Gefährdungslage von Tahir Özbek, dem späteren Opfer, runtergestuft hat. Okay. Auf dieser Skala von 1 bis 8 hat er von 2 auf 4 runtergestuft. Und das ist natürlich eine Frage, warum haben die das gemacht? Es gab nämlich Informationen, die total dagegen gesprochen haben. Es gab Hinweise von einer Vertrauensperson, VP, die gesagt haben, Tahir ist in Berlin, die wollen ihn umbringen. Und da hat man dieses ganze komplexe System der Polizei einfach nicht verstanden. Und das Gericht wollte das alles minutiös aufklären. Und hat auch letztendlich im Urteil gesagt, das Gericht kann nicht ausschließen, dass Teile der Polizei dazu beigetragen haben oder es bewusst haben laufen lassen, dass sie den Tod billigend in Kauf genommen haben von Tahir Özbek. Und man muss auch dazu sagen, es gab zu dem Zeitpunkt schon... Das ist natürlich heftig. Und man muss noch dazu sagen, dass natürlich im Hintergrund schon Anzeigen rausgegangen sind seitens der Staatsanwaltschaft, Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe oder unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Und da sind natürlich Polizisten, die natürlich ihren Job, denke ich mal, gerne tun und auch gerade in so einer höheren Position sind, Angst um ihre Karriere haben. Und das ist natürlich deren Leben, das ist völlig nachvollziehbar. Und die natürlich Angst haben, dass ich da jetzt, weil ich natürlich auch eine Verantwortung habe, dass ich da irgendwie in den Regress gezogen werde und für irgendetwas verantwortlich gemacht werde, was ich getan habe oder auch nicht, das weiß ich nicht, aber die natürlich dann auch unruhig werden, völlig nachvollziehbar. Das sind auch Menschen am Ende des Tages und das war natürlich eine krasse Geschichte. Das hat sich über die Jahre so hingezogen und keiner wusste, ob das jetzt heute oder morgen einfach mal aufploppt.
was da jetzt auf einen zukommen kann. Und das stand immer im Raum. Es wurde dann auch später vom Gericht einfach so von deren Seite aus so festgestellt. Aber wenn ich das richtig, das war die eine Baustelle in dem Prozess. Die andere Baustelle war ja nachzuweisen, ob es sich tatsächlich um Mord handelt. Richtig, das heißt, eine vorsätzliche Tat. Da war, glaube ich, das Hauptbeweismittel das Überwachungsvideo. Das ist ja die Frage, wie man das interpretiert. Was ist denn da alles um dieses Video veranstaltet worden? Alles Mögliche, was man machen kann. Es gab Gutachten, Sachverständigen, dann hat man da einzelne Frames rausgezogen, dann wurde ich auch gehört, und es wurde natürlich auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, was ich dort sage. Und also das Video war bis zum letzten Tag Streitthema Nummer eins. Und am Ende, wie gesagt, wurde es halt interpretiert. Und das Gericht hat es so interpretiert, dass sie gesagt haben, jeder hätte es gewusst gehabt, was da passiert und was da getan werden sollte. Und es war halt mega komplex, das Video. Da wurden wir vermessen, kamen Messleute, die haben Fotos gemacht. Dann hat man gesagt, okay, die Mütze, Abstände. Also es war mega, mega. Ich glaube, da kam ein BKA, hat noch ein Gutachten gemacht, ob der Letzte, der Tabukschu, einer der Letzten, da hieß es immer, er hätte eine Waffe gehabt in der Hand. Eine Pistole. Und er hat aber ein Foxmesser gehabt, dieses gängige Foxmesser, was wir als Rocker hatten damals, oder bei uns beim Club im Charter. Das hatte so eine feststehende Tasche, so bis relativ mit einem harten Material, Stoff, aber relativ hart. Und wenn man das so an sich so genommen hat, das war ein bisschen leicht abgerundet, weil die Klinge leicht nach unten ging, kannte man das schon im Schnellmoment mal als Knarre oder beziehungsweise als Waffe identifizieren. So, und das war, er stand auch immer im Raum mit der Begründung, er hätte das ja abgesichert hinten. Und da gab es vom BGA ein Gutachten und die konnten es auch nicht wirklich sagen. Wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Also mega, mega großes Thema gewesen. Und jeder, ich glaube, bis heute sind sich viele, wie gesagt, streiten sie immer noch. Ist es so, war es nicht so? Übrigens, Christina, wir haben ja relativ viel Berichterstattung gemacht, also auch im Zusammenhang mit diesem Mord. Wir haben ja selber auch Akten, dem lieben Herrgott an dieser Stelle wie immer ein herzliches Dankeschön. Wir haben ja die Akten auch ausgewertet und sind als Erste sozusagen ja noch vor dem LKA-Chef zum Beispiel oder vor den LKA-Ermittlern drauf gekommen, dass Tahir, von dem es immer hieß, er sei nicht da, dass Tahir er doch da Opfer. Gewesen ist. Das Opfer, genau. Deswegen hatten wir sogar einen eigenen Ordner oder wie war das? Es gab einen eigenen. Es gab eine eigene Beiakte. Es gab eine eigene Beiakte Spiegel TV, da waren unsere ganzen Beiträge drin. Genau. Also ihr habt quasi mit ermittelt. Es wurde eingewiesen. Es war ein Teil der Beweismittel. Wir sind ja auch zweimal, glaube ich. Ne? Wir sind mehrfach geladen gewesen als Zeugen, weil wir beispielsweise jemanden interviewt haben, Samir Adres, kann man ja heute sagen. Ja. Wir haben den interviewt und der wollte dann aber später im Prozess nicht aussagen. Wir saßen da und haben Karten gespielt. War eigentlich ein schöner Abend. Wir haben wie immer Getränke gespielt, aber nichts Böses gedacht. Ja, und wir waren eigentlich alle gut getroffen, wollten eigentlich noch wegfahren, feiern. Und dann sind alle reingestürmt. Waren wir alle auf dem Boden. Tai saß auf dem Stuhl mit dem Kopf nach hinten. Wir haben ihm dann erstmal gesagt, Tai, wir haben geguckt. Nicht ansprechbar, da habe ich nur gehört, wer meinte halt, ja Allah, er hat gemerkt, er hat es gemerkt, dass er schwer verletzt ist. Da habe ich ihn zur Seite gezogen, Richtung Toilette, habe ihn auf den Boden gelegt, habe ihm das T-Shirt zerrissen. Dann haben wir gesehen, dass überall Löcher sind, aber da kam kein Blut raus, weil ich weiß, da habe ich wieder geschlossen, die Wunden. Da haben wir erst Hilfe geleistet und dann habe ich gesehen, wie er keine Luft mehr kriegt und Schaum aus dem Mund kommt und seine Augen nach hinten verdreht sind. Das war ein Albtraum. Und dann will man natürlich die Journalisten hören, erstmal, was hat der gesagt, beziehungsweise ist der glaubwürdig und solche Sachen? Da also müssen wir aber nicht aussagen. Ja, also die Spiegelteile, also immer die im Kontext der ganzen Geschichte waren, wurden alle in die Beweisaufnahme eingeführt. Und ich erinnere mich noch, da kam der Vorsitzende, Herr Groß, damals immer raus und meinte, so meine Damen und Herren, wie Sie mitbekommen haben, ich glaube sonntags lief das immer, damals, jetzt ist ja mittlerweile Montag, hieß es immer, ja, Sie wissen ja, am Sonntag gab es wieder einen TV-Beitrag von Spiegel TV und Thema Rocker. Damit Sie wissen, wir haben beauftragt, das zu sichern für uns. Und dann werden wir es den Zeiten auch dann die Beweisaufnahme aufnehmen und dann uns dann zusammen anschauen, weil es ja relativ, ne, es ist, man weiß ja nie, was drin ist. So hieß es dann immer mit einem Schmunzeln. Und dann haben wir uns den ganzen Kram natürlich immer voll gegeben. Und da wurden unsere Beiträge da immer gezeigt. Ja, klar, wurden da gezeigt, ja. Und da wurde ich auch dann befragt, was halten Sie davon, Herr Zageran? Antworten Sie mal bitte, können Sie es bitte werten für uns oder nicht werten? Das darf man nicht so beim Gericht, aber
Wie schätzen Sie das ein? Ist es glaubwürdig? Wie haben Sie es auch so erlebt, wenn irgendwas gesagt wurde oder so? Stimmt das denn? Etc. etc. Ja, aber war relativ, ja. Da dachte ich mir auch, scheiße, schon wieder und schon wieder und schon wieder. Dachte ich mir mal, jetzt komm nochmal, jetzt ist dann mal gut und reicht doch jetzt. Aber das, so ist es halt, ja. Da muss man durch. Sehr spannend. Ja. Für diese Episode kommen wir jetzt erstmal zum Ende. Ja. Aber wir machen in der nächsten weiter mit dem Prozess, weil wir wollen unbedingt noch hören, was Sie zu den anderen Mordfällen ausgesagt haben und wie der Prozess zu Ende gegangen ist. Das wollen wir natürlich auch noch hören. Bis jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich stoppe die Aufnahme. Wenn du an True-Crime-Themen interessiert bist, höre dir jetzt unseren Podcast Im Verhör exklusiv bei Podimo an. Dort geht es unter anderem um das Thema EncroChat.